Insofern muss sich jetzt jeder Nichtwähler überlegen, will er in diesem Schattenreich verbleiben oder will er sich dagegen positionieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inseldenker on Tour. Heute stehe ich direkt vor den Geschäftsräumen der Verlagsgruppe Handelsblatt und habe heute Morgen ein Interview mit Gabor Steingart. Gabor Steingart war lange Zeit beim Spiegel Redakteur und Ressortleiter, auch dann der Hauptstadtredaktion in Berlin. Dann einige Jahre in Washington, bevor er dann zum Chefredakteur des Handelsblatts ernannt wurde. Seit einigen Jahren ist er nun Herausgeber. Ich bin ein Fan seines Stils und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Vielen Dank, dass ich kommen darf. Ich darf Sie herzlich grüßen von der Insel Mainau. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren. Ja, da war ich schon mal. Für die ja diese Inseldenkerei auch entsteht. Mhm. Haben Sie eine Begabung für Garten oder für Grünes? Ich habe da draußen eine Terrasse gesehen. Also nicht eine Begabung, aber ein Herz dafür. Und, schon? Ja, natürlich, also eine Leidenschaft, aber eher betrachtender und weise als pflanzenderweise. Ich verdanke ja dieses Interview der Tatsache, dass meine Frau zweimal Eintrittskarten gewonnen hat für Veranstaltungen von Ihnen. Ich selber lese tatsächlich das Morning Briefing und die H10 schaue ich mir an. Wir holen uns praktisch die kurzen Informationen, die super zu lesen sind, aber wir kaufen wenig. Mhm. Ist das schlimm? Naja, das ist, glaube ich, einfach der Zeitgeist, der die Menschen dazu bringt, Informationen sehr kurz zu sich zu nehmen und zu lesen, aber vielleicht auch nicht nur zu lesen, sondern zu sehen und zu fühlen und zu hören. Gleichzeitig haben wir ja einen Handelsblatt-Club gegründet mit 120.000 Mitgliedern jetzt. Und der beruht eben darauf, dass man liest, aber eben auch erlebt. Und wer sich nicht ganz aus dem Wirtschaftsleben verabschiedet, der ist jetzt Mitglied im Club, weil dort gibt es eben, wenn man so will, Journalismus in diesen drei Dimensionen, Print, Digital und Live. Mhm. Und ich glaube schon, dass ein Freiberufler, ein Unternehmer, ein Familienunternehmer, ein leitender Angestellter, einer, der seinen Aufstieg plant, aber auch ein junger Student der Wirtschaftswissenschaften gut beraten ist. Es nicht nur bei Häppchen zu belassen. Ich habe Ihr Buch Weltbeben allerdings auch gelesen, da habe ich mal was gekauft. Auch die anderen Titel Ihrer Bücher, Das Ende der Normalität, Weltkrieg und Wohlstand, das hat so was Apokalyptisches. Jetzt sitzen Sie mir gegenüber, gucken verschmitzt und sind eigentlich sehr fröhlich. Das ist so ein gewisser Widerspruch zwischen diesen Aussagen oder den Analysen in Ihrem Buch und der Art, wie Sie selber eine gewisse Heiterkeit haben. Woher kommt die? Ja, ich glaube, weil die Ereignisse werden ja auf gar keinen Fall besser, wenn man ihnen ängstlich, verzagt oder negativistisch entgegenblickt. Wir müssen die Welt ja sehen, wie sie ist. Ja. Aber man kann denen eben mit einer zuversichtlichen, optimistischen Grundhaltung entgegentreten, die ich auch für sehr begründet halte. Okay. Denn die Geschichte der Menschheit ist am Ende eben nicht Apokalypse, sondern eine Fortschrittsgeschichte. Es gibt am Ende mehr Rechte für junge Menschen, mehr Rechte für Frauen, mehr Rechte für Tiere, mehr Rechte für die Umwelt und Ähnliches. Also wir haben eigentlich über längere Perioden nicht, dass der Ball wieder zurückläuft. Kurzfristig kann das passieren. Ich habe gedacht, vielleicht hat es was mit dem Papst zu tun, dass Sie so einen positiven Blick auf die Welt haben. Oder es steckt irgendwie sowas wie Glauben in Ihnen drin, dass Sie sagen, wird schon alles gut werden, da hat einer alles in der Hand. Also nicht Glaube an Gott oder Glaube an die Kirche, sondern Glaube an den Menschen. Als ein fortschrittsbegabtes Wesen. Sie haben eigentlich eher, Unruhe, Aufstand, Gewalt, Flucht in Ihrer Familiengeschichte. War Ihr Vater ein zuversichtlicher Mensch, ein positiver, trotz dieser ganzen Erlebnisse? Nicht trotz, sondern aufgrund der ganzen Erlebnisse. Denn er hat ja historisch recht behalten. Das Regime in Ungarn ist gefallen. Wenn auch Jahrzehnte später. Zweitens, er hat recht gehabt mit seiner persönlichen Entscheidung, das Land zu verlassen. Insgesamt hat es sich doch gezeigt, dass wenn man sich wehrt, wenn man kämpft, auch gegen widrige Umstände, ob als Einzelner oder als Gruppe in dem Fall, dass es sich in aller Regel lohnt, das zu tun. Was sich auf gar keinen Fall eigentlich lohnt, ist Verzagtheit. Das, glaube ich, lehrt uns die Geschichte. Es ist nicht so, dass alle Dinge gelöst sind und wir uns in Gottes Hand begeben sollten und sagen, na, das hat sich aber mal wieder gefügt. So ist es auf gar keinen Fall. Es lohnt sich schon eine Konzentration und eine Angespanntheit auf die Gegenwartsprobleme. Die sind erheblicher Natur. Und wenn man sie nicht angestrengt betrachtet und an Lösungen arbeitet, dann können sie auch eskalieren. Wir wissen noch nicht, was aus Trump wird, zum Beispiel. Trump, Sie waren lange in Amerika. Ich nehme jetzt einfach mal die Stichwörter von Ihnen. Sie waren sehr nah am Haus, am Weißen Haus, viel mit Obama unterwegs.
Wären Sie jetzt gerne auch mit Trump genauso viel unterwegs? Er ist ein ganz anderer Charakter und die US-Politik hat einen anderen Pfad genommen seitdem, von dem wir nicht wissen, wohin dieser Pfad wirklich führt. Aber ich würde den Job, den ich da gemacht habe als Korrespondent im Weißen Haus, damals für den Spiegel, auf jeden Fall und jederzeit wieder gerne wahrnehmen und es auch jedem jungen Journalisten empfehlen, auch jedem älteren Journalisten. Das ist natürlich das größtdenkbare Kino der Weltgeschichte. Wie schaffen Sie das, den Abstand oder den Blick von außen auf sowas zu behalten, wenn Sie so nah drin und dran sind? Naja, dieses von Hans-Joachim Friedrich stammende Sätzchen, dabei sein, nicht dazugehören, ist, glaube ich, hilfreich. Dabei sein, nicht dazugehören, sich nicht als Teil einer Partei oder des Raumschiffs Berlin oder des Raumschiffs Washington, was ein nicht minder festes und in sich geschlossenes Raumschiff bildet, nicht dabei zu sein oder nicht dazu zu gehören und nicht dazu zu gehören wollen. Hat Sie der Amerika verändert? Ist was an Ihnen amerikanisch geworden? Weiß ich nicht. An Amerika gibt es viele Dinge, die mich schon vorher und auch danach fasziniert haben. Also zum Beispiel die Neigung, Debatten wirklich zugespitzt zu führen. Ja. Ja, sich nicht nur in der Mitte aufzuhalten, gedanklich. Mhm. Sie sind auch ein halber Ungar. Ist was an Ihnen ungarisch? Vielleicht die Grundfröhlichkeit. Der Balkan, die Ungarn, die Puster. Es gibt dort eine andere Kultur als in Deutschland, was das Feiern angeht, was die Fröhlichkeit angeht, auch die Zuversicht angeht, auch schon vielleicht vor dem Hintergrund der anderen Geschichte. Es gibt nicht dieses Menschheitsverbrechen, wie es über den Deutschen lastet, Generationen hin oder her. Es lastet über dem Land und das lastet nicht über Ungarn. Ihr Vater ist ja aus Ungarn gewesen. In dem Leute-Interview wurde mehrfach betont, dass Sie so ein guter Vater seien. Aha. War Ihr Vater auch ein guter Vater? Das würde ich so sehen, ja. Ein guter Freund. Ja. Würde ich so sehen. Insbesondere zunächst mal ein Freund. Okay. Wie erklären Sie Ihren Kindern das Weltbeben? Na, das Weltbeben setzt sich zusammen aus vielen einzelnen Erdstößen. Und wir sind ein Haushalt, der morgens den Tag nicht mit einer App beginnt, sondern mit Zeitungen, die auf dem Tisch liegen. Ich glaube, es sind 5 verschiedene Zeitungen und da kann sich jeder was schnappen und wir reden über die Bilder und über Überschriften und so weiter. In aller Kürze morgens, aber insofern weiß jeder Bescheid, wer Trump ist und was in Nordkorea läuft und so weiter. In Wikipedia steht, Sie sind bekennender Nichtwähler. Ja, das ist verkürzt mit dem bekennender Nichtwähler. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, die Machtfrage heißt das, wo ich sage, das ist eine politische Strömung, die darf man nicht unterschätzen. Das sind nicht Leute, die sind ungebildet. Und ich habe dann hinzugefügt, nicht wählen. Ich habe es auch schon getan. Das heißt aber nicht, dass ich rituell und immer nicht wähle. Ich glaube, die Situation hat sich diesmal verändert durch den Aufstieg des Populismus. Insofern muss sich jetzt jeder Nichtwähler überlegen, will er in diesem Schattenreich verbleiben oder will er sich dagegen positionieren. Das ändert leider nichts an der ganzen Kritik am Parteienstaat. Der ist nicht überlebensfähig in seiner jetzigen Form. Das aus meiner Sicht haben die Nichtwähler ausgedrückt. Jetzt haben sich Millionen entschieden, eben eine eigene Gruppierung aufzumachen. Ich würde, wenn ich Politiker wäre, es als Weckruf verstehen. Ich hätte schon den Nichtwähler als Weckruf verstanden. Es hätte zu AfD und zu Trumpismus und zu Frau Le Pen und Herrn Wilders gar nicht kommen müssen. Die Wahlenthaltung, die wir seit 20 Jahren sehen, das ist ein sich zurückziehen. Das ist wie in einer Partnerschaft, wenn der andere sich verweigert und gar nicht mehr gemeinsame Zeit mit dem anderen verbringen will und auf einmal ein Leben außerhalb der Familie beginnt. Wer diese ganzen Zeichen nicht registriert, im Privaten wie im Politischen, der darf nicht überrascht sein, wenn die Strafe kommt. Als Journalist suchen Sie natürlich, wie Sie vorhin gesagt haben, die Distanz auch zu wahren zur Politik. Wären Sie nicht eigentlich eher im Gegenteil lieber besser näher dran und würden Ihre Analysefähigkeit und Ihre intellektuelle Kraft der Politik zur Verfügung stellen, entweder als Politiker oder als Berater? Aber die stelle ich ja zur Verfügung. Man kann es lesen. Man kann es lesen. Aber ich werde mich doch nicht auf eine Seite schlagen, zumal das mit den Seiten auch zuweilen wechselt. Ich will mit meinen Büchern hilfreich sein. Deswegen pflege ich auch ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen Politikern und auch zu Wirtschaftsbossen. Ich trete diesen Menschen nicht feindlich gegenüber. Auch wenn ich glaube, dass ihre Volksparteien verkrustet sind und aus der Zeit gefallen sind, resultiert daraus nicht eine Feindseligkeit gegenüber Sigmar Gabriel oder Angela Merkel. Sie sind natürlich in sehr vielen Themen interessiert, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich. Haben Sie auch eine kulturelle Seele? Spielen Sie ein Instrument? Gehen Sie ins Theater? Lieben Sie Musik? Oder
Mein liebster Teil in der Zeitung zum Beispiel ist weder Politik noch Wirtschaftsteil, sondern sind die Feuilletons. Ausgerechnet das, was wir beim Handelsblatt gar nicht haben. Ich lese jeden Morgen, oft schon abends, das Feuilleton von Süddeutsche und FAZ, aber eben auch am Wochenende das der New York Times. Aber selbst künstlerisch aktiv oder tätig sind Sie nicht? Schreibenderweise schon. Ne? Gedichte gibt es ein paar, Erzählungen, die ich aber bislang nicht publiziert habe. Warum nicht? Ich weiß nicht. Hat es die Qualität? Ist es mehr eine Fingerübung? Ist es ein Hobby? Ist das was für später? Ich bin hier sehr beschäftigt. Insofern habe ich nicht im Tagesgeschäft die Zeit, jetzt Gedichte und Romane und Erzählungen zu schreiben. Deswegen gibt es da ganz viele Angefangene und Fingerübungen eigentlich nur. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind vielleicht aufgrund Ihrer ungarischen Wurzeln ein fröhlicher Mensch, der gerne feiert. Deswegen möchte ich Ihnen gerne zum Schluss mein Buch schenken. Aha. Ich habe nämlich gerade auch ein Buch herausgebracht, das heißt die Feierkunst. Ja, also ich werde das sehr gerne lesen, weil mich das tatsächlich sogar professionell interessiert. Ja. Wir haben gerade einen der größten Veranstaltungsfirmen gekauft. Den wollen wir jetzt entwickeln. Okay. Wirtschaftsjournalismus letztlich auf die Bühne bringen. Da geht es genau um das. Um leuchtende Augen statt hohler Rituale. Und es geht um Bühnenkunst. Ein solcher Anstoß, der wird nicht aus dem Handelsblatt kommen. Ja. Ein Denkanstoß, wie entwickelt man eine solche Firma, sondern der wird nur von anderen Gewerken kommen. Und dafür... Ich würde mich freuen, wenn Sie es lesen und werde das am kommenden Wochenende lesen. Mir ein Feedback dazu geben. Ja, gerne. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch am frühen Morgen. Das war mein persönliches Morning Briefing mit Gabor Steingart. Ja, ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat auch gefallen. Wenn ja, dann bitte ein Abo dalassen. Ich sage immer Alken, abonnieren, liken und kommentieren. Das sind die Währungen, die in den Social Media zählen. Bis zum nächsten Mal, euer Inseldenker.